Hallo und herzlich willkommen. Und da bin ich wieder mit Subnautica Below Zero. So, ihr habt es ja mitbekommen, dass gestern kein Subnautica kam. Ich habe es leider nicht geschafft. Und von daher kommt es jetzt. Und es ist wahrscheinlich die letzte Folge unter der Woche. Ich weiß es nicht genau. Es könnte sein, dass morgen noch eine kommt. Ansonsten erst am Wochenende wieder. Und zwar Mist Zweifel soll ja jetzt sein Update bekommen am 7. August. Und da freue ich mich natürlich riesig drauf und möchte das natürlich ganz viel spielen. Und da werden wir unter der Woche. Werden wir unter der Woche Mist Zweifel spielen und am Wochenende kommt dann Subnautica Below Zero. Wobei ich wahrscheinlich neu anfangen werde. Also es hat sich auch jetzt einiges verändert. A, es ist dunkel. Und ich weiß nicht genau, wie man das Licht anschaltet. Ich habe gesehen, ich habe zwei Pfeilfische drin. Aber mittlerweile sind es drei. Okay, sie vermehren sich. Mein Essen vermehrt. Nein, nein. Okay. Ja, es ist ja eigentlich groß genug. Unser kleines Ding. Und durch die Schlingpflanze ist es ja auch schön erleuchtet. So haben wir wenigstens überhaupt Licht hier. Denn sonst hätten wir nicht mal Licht. Okay, in der Forschungsstation finde ich, dass die Insel größer aussieht. Das ist wahrscheinlich hier der Eingang. Oh, hier ist auch noch mal irgendwas. Seht ihr das? Hier geht es auch noch mal sehr, sehr tief runter. Also hier, das ist auf jeden Fall dieser Minenschacht. Okay, krass. Ja, da bleibt mir die Stimme weg. Okay, was haben wir hier Schönes, was wir. Leuchtwal. Ah, nee. Kreaturenei. Oh, apropos, ist es geschlüpft? Nee, ich glaube nicht. Oder? Da ist es. Oh, die Frage ist halt natürlich, wann es schlüpft. Aber oh, man kann das Embryo drin sehen. Oh, ist das süß. Wir schauen uns das nochmal genauer an, weil ich finde das so niedlich. Da sieht man das kleine Baby. Also, es ist auf jeden Fall ein Säugetier. Ah, nee, Säugetiere werden ja geboren. Okay, gut. Das ist kein Säugetier. Das ist ein Eitier. Ich habe keine Ahnung. Aber süß. Oh, ich frage mich, wann es geboren wird. Ich möchte es halt auch irgendwie nicht verpassen, ne? Ich will jetzt aber auch nicht die komplette Aufnahme einfach nur hier sitzen und zugucken, ob das Ei jetzt schlüpft oder nicht. Aber ich glaube, es ist bald soweit. Weil als wir das Ei bekommen haben, das sah es komplett anders aus. Auf jeden Fall springen wir jetzt in die Seebahn. Und gucken uns noch ein bisschen um. Kann ich die Seebahn jetzt eigentlich von hier aus reparieren? Ich glaube, den Pinguin lassen wir sogar zu Hause. Weil der nimmt nur unnötig Platz weg. Und ich denke mal, überall wo ich hingehe, werde ich es nicht brauchen. Okay. Ja, ich wollte nochmal gucken. So. Könnten ja mal auch gucken, dass wir die anderen Abteile von der Seebahn mal bauen. Ach, und als ich ins Spiel gekommen bin, hier steigen durch Konstruktion eines Unterwasserfuhrfahrzeugs. Das habe ich doch. Ein Tagebucheintrag. Hier persönliche Notizen. Ja, der Gelsack. Seht ihr, ich wollte doch noch gucken, ob ich die Gelsäcke hier auch anpflanzen kann. Weil in Subnautica ging das. Da konnte man die Gelsäcke nämlich auch anpflanzen. Oh, da hört man sogar den Herzschlag. Das ist so krass. Ups. Okay. Also, ich würde sagen, das testen wir zuerst. Wir haben ja keinen Platz hier. Wir gucken mal. Aquarium. Was
müssten wir doch eigentlich zusammenbekommen, oder? Wir gucken mal. Wir müssten das eigentlich zusammenbekommen. Titan, 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 da ist Titan. Haben wir auch noch. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Lithium hatten wir auch gefarmt. Da hatten wir auch, glaube ich, reichlich gefarmt. Nee, das war nicht bei Edelsteine. Bei Metalle müsste Lithium sein. Da ist Lithium. Ich brauche ja, glaube ich, immer zwei pro. Oh, emailliertes Glas. Mist. Da habe ich natürlich nicht geguckt. Ah, das sieht schlecht aus. Das sieht sehr schlecht aus. Naja, das Glas ist ja eigentlich nur da. Ja, gut. Kristall jetzt zu farmen ist jetzt nicht so. Weißt du, was ich meine? Was haben wir denn dafür gebraucht? Blei und Diamant. Ja, gut, das haben wir ja eigentlich alles. Blei und Diamant. So. Das heißt, wir müssen jetzt Kristallfarben gehen. So, Pinguin, du bleibst da. Das nehmen wir alles mit. Die da. So. Okay. So, dann schwimmen wir schnell los. Es stürmt schon wieder. Ah, jetzt habe ich es nicht repariert. Egal. What the? Wie bitte? Sie meinen? Was? Bin überhaupt nicht verwirrt. So, da war ja der Gletscher. Und Frachtinsel. Nee, wir müssen komplett hier rum. Okay, wir schwimmen aber hier rum. Oh, jetzt habe ich voll Schiss. Weil die haben schon wieder anscheinend was verändert. Aber wieso habe ich Schaden bekommen, als ich mich losgelöst habe? Ja, das sind ja die normalen. Jetzt sind sie plötzlich aggressiv und töten mich. Alles wäre möglich. Weil die verändern ja auch stetig die Map und alles. Und deswegen. Wir haben uns auch noch gar nicht genug da hinten umgeschaut, ehrlich. Brauchen wir. Haben wir nämlich auch so wenig. Also brauchen wir generell sehr viel Lithium. Ah, Kalkstein. Naja. Ich brauche noch Blei. Ah, es wird auf jeden Fall Bleimangel geben. Auf jeden Fall. Ja, ich gucke mal. Ich gucke mal. Oh, das sieht. Ja, sehr schön. Ja, toll. Die da. Euer Ernst? Ja. Das ist ihr Ernst. Oh, das sieht aus. Obwohl, es könnte auch Silber sein, aber es glitzert, glaube ich, nicht genug für Silber. Doch, tut das. Doch, doch, das glitzert. Das glitzert. Weil das Blei, das ist so dunkel, das glitzert nicht, nichts. Und das Silber glitzert immer so ein bisschen. Aber mittlerweile sind auch hier Salzablagerungen.
Ja, nice. Man sieht halt, dass es stetig ein Prozess stattfindet. Finde ich sehr schön. Okay, was ist hier? Das war, glaube ich, vorher auch nicht da. Oder ich habe es einfach nicht gesehen. Aquarium. Nee, gut, Aquarium haben wir ja. Aber trotzdem kann man alles mitnehmen, was geht. Was geht? So, dich tue ich hier hin. Ehrlich, keine Batterie und ich habe keine andere. Gut. Müssen wir halt das machen. Ja, ich habe es aufladen gestellt und habe es vergessen. Ich bin ja nicht vergesslich, aber ausnahmsweise mal habe ich etwas vergessen. Oh Mann. Okay. Ach ja, mir ist übrigens aufgefallen, seitdem ich Mama bin, dass ich sehr oft Dinge vergesse. Deswegen kann ich echt verstehen, warum sich manche Eltern die Namen von ihren Kindern tätowieren lassen. Dann wissen sie wenigstens, ah, deswegen auch mit Geburtsdatum, weil dann wissen sie, ah, okay, das Kleine heißt so und so, das Größere heißt so und so. Und dann wissen sie auch noch, dass sie Kinder haben. Ja, weil das kann man ja auch mal vergessen. Passiert halt. Ne? So, da ist Quarz. Habe ich das vorhin Kristall genannt? Ja, natürlich habe ich es Kristall genannt, weil ich. Ne? Gruselig. Was ist das? Siebenfragment. Naja, komm. War ich da vorne schon? Ja, ich glaube. Aber da liegt ein neues PDA. Oh. Ja, ich habe das schon aufgemacht. Geh weg. Da liegt was Neues. Altera. Interview zum Aurora-Absturz. Altera-Speicher. Ah, jetzt verbinden sich die Teile wahrscheinlich. Ach, lass mich. Ich beiße zurück. Hol gleich mein Messer und dann sagst du das nicht mehr. Was ist das? Ich sollte nämlich nicht zu lange aufhalten, weil das schwimmt ja hier rum. Gut. Ich wollte damals ja mal hier runter, hab's aber nicht gemacht, weil ich mir dachte, ich warte, bis ich die Seebahn habe. Und jetzt habe ich ja die Seebahn. Deswegen können wir jetzt hier mal runter. Weil mir fehlt die Erweiterungsstation. Ich habe die ja bis jetzt nirgendwo gefunden. Und ich habe irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass die Erweiterungsstation hier unten ist. Da sind irgendwelche Fragmente, aber das ist Seegleiter, Seegleiter und ich glaube mobile Fahrzeugstation. Ja. Na, wir werden mit der Seebahn so weit nach unten gehen wie möglich. Das ist ja bald. Na, das ist Fahrzeugstation. Ich hab Schiss. Warning. Maximum depth reached. Ja, ja. Ich gehe schon hoch. Ich gehe schon hoch. Ich gehe schon. Okay. War der vorher hier auch? Ja, ich glaube, oder? Das sind ja diese normalen Viecher, glaube ich. Dann nichts wie raus und weg. Und hoffen und beten. Oh.
Das Rote da ist gefährlich. Oh, was ist das für eine Musik? Was sind das für rote Dinger? Boah, ich habe gar keinen Schiss. Auch noch die Musik, ja. Eigentlich ist auch noch Lithium und Diamant. Gut, Diamanten, muss ich jetzt ehrlich sagen, haben wir jetzt eigentlich genug. Aber Lithium. Na gut, Lithium können wir momentan nicht genug haben. Das ist auch eine schöne Lithium-Farmstelle. Was haben wir hier? Fabrikatorabteil, das haben wir, glaube ich, auch, oder? Das Fabrikatorabteil hatten wir, glaube ich, auch. Nein, das Fabrikatorabteil hatten wir nicht. Aha. Naja, gut, wir haben ja hier auch noch nicht gefarmt. Oh, da ist noch eins. Ich muss ein bisschen aufpassen. Na, Seebahnfragment, gut. Brauchen wir jetzt nicht. Ich muss aber generell mal aufpassen, weil irgendwann werde ich Luft brauchen. Und. Oh Mann. Oh, da ist wieder so eine Schlingpflanze direkt da beim. Seebahnfragment. Das lohnt nicht. Das lohnt nicht. Sein Leben dafür zu riskieren. Okay. Jo, was ist hier oben? Lagerabteil? Sehr geil. Ah, ich hätte gerne aber die Fahrzeugerweiterungsstation. 30 Sekunden. Oh. Okay, wir müssen hier raus. Da ist mein Schiffchen. Müsste ich eigentlich hinkommen? Ja, müsste ich hinkommen. Dann auch noch diese Musik. Ja. Diese Musik. Schlimm. Wir können ja ohne abzutauchen mal ein bisschen hier rumschwimmen. Ja. Na, das war, glaube ich, Seebahnfragment. Man weiß es halt vorher nicht. Die sehen einfach alle gleich aus. Da ist noch eins. Okay. Sieht alles gut aus. Ah, wieder ein Lagerabteil. Geil. Oh, dann brauchen wir ja nur noch eins. Oder? Ja, geil. Geil. Dann haben wir es schon fertig. Okay. Okay. Boah, es tut mir leid, wenn ich ein bisschen still bin, aber ich bin gerade ein bisschen überwältigt und gespannt und ganz viele andere Emotionen. Ja, hier sehe ich das doch. Ich arbeite viel zu wenig mit diesem System hier. So, ich hole mir da hinten aber erstmal den Sauerstoff, bevor ich hier weitergehe. Weil ohne Sauerstoff nichts los. Oh Mann. Oh, da ist. Oh, bitte Lagerabteil. Ja, geil. Das ist auf jeden Fall das, was wir als nächstes bauen. Wir vergessen ganz schnell das Aquariumabteil. Bin ich hier?
Wo ist mein Schiffchen? Mein Bötchen? Nein. Oh, was ist das? Fabrikatorabteil. Sehr geil. Das heißt, wir brauchen nur noch eins. Cool. Okay, und vor allem brauchen wir Sauerstoff. Und ich würde gerne wissen, wo ich bin. Haha. Mist. Da, da ist meine Seebahn. Ich schwimme jetzt erstmal zur Seebahn hin. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Den habe ich, glaube ich, ein bisschen verärgert. Da hinten war das Fabrikatorabteil. Ich befürchte Ich will ihn halt auch nicht ärgern, ne? Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht einfach reinspringen würde. So. Was da? So halt. Ja, ich jetzt nicht. Ach, so groß sieht er nicht aus. Oh, Squid Shark. Oh, fuck. Jetzt hat er mich gesehen. Mit halber Hubs. Weg ist sie. Ich bin gleich wieder da. So, und da bin ich wieder. Und ja, ich würde sagen, auf ein neues. Du bleibst bitte hier. Du gehst nirgendwo hin. Okay, wir stellen das einfach schlauer an. Zum Beispiel ihm nicht mehr ins Gesicht springen. Wäre klug, wäre klug. Oh, was ist das? Das ist wahrscheinlich, glaube ich, einfach nur Seebahn, oder? Nein, das ist der letzte Fabrikatorabteil. Es hat sich voll gelohnt, es hat sich voll gelohnt. So. Und jetzt, ja. Der hat schon meine Fährte geworfen. Der ist schon richtig scharf auf mich. Ah, geh weg. Ich will. Nicht geh weg. Eigentlich wollte ich ihn. Nein. Ich scanne ihn diesmal nicht. Okay. Weil, ganz ehrlich, das ist. Ja. Das würde nicht funktionieren. Das würde nicht funktionieren. Ich müsste halt direkt in, hinter ihm bleiben. Okay, wir haben zwei neue Sachen, aber nichts davon ist. Die Erweiterungsstation. Warning. Maximum depth reached. Also, falls einer von euch weiß, wo man die Erweiterungsstation herbekommt, ich schwimme doch nach oben. Das war zu hoch. Oh Gott, das Ding ist bald kaputt. Murmel, tu mir das nicht an. So. Hier geht's raus. Oh nein, da ist ein E. Oh, da ist noch eins. Verdammt. Euer Ernst. Gut. Anscheinend ja. Da war aber auch keine weitere Alien-Technologie, ne? Dabei haben wir nicht mehr viel gebraucht. Aber bleibt auch eine Blume hängen. Okay. Nee, das ist alles gleich hier unten. Maximum depth reached. Hull damage imminent.
ich werde das Ding noch wirklich heute noch kaputt machen. Oh, ich habe das aber. Ja, die Batterie habe ich rausgenommen. Habe ich noch irgendwas, wo ich die Batterie wechseln kann? Nee. Nee, 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 kann ich nicht. Habe ich die Blume eigentlich schon gescannt? Wahrscheinlich. Nee. Oh, diese Musik. Wundervoll. Wundervoll. Seek fluid intake immediately. Ja. Meine Frau sagt, ich muss nach Hause. Ich muss mehr trinken. Okay. Ich würde aber eher sagen, ganz ehrlich, wisst ihr was? Wir können uns ja eine zweite Basis hier einfach hinbauen. Warum nicht? Wir haben ja hier ja unseren Startpunkt gehabt. Weil dann können wir uns hier auch noch mehr umschauen. Da müssen wir nicht jedes Mal komplett zurück. Wisst ihr, was ich meine? Wobei, wir müssen uns nicht mal ein Lager bauen. Wir können uns doch einfach die mit der Seebahn fortbewegen. Schrei mich nicht an. Oh nein. Ich hab mein Ding nicht repariert. Lass mich in Ruhe. So. Es ändert aber nichts daran, dass ich jetzt noch nichts gebaut habe und dass ich Durst habe. Der Dev, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Oh, 300 Meter. So, das hatte ich ja gescannt. Da müssen wir uns auch mal nochmal umschauen, weil es fehlt ja nur noch ein einziges. Ja. Oh, das ist aber auch riesig hier, das Tentakelgebiet. Es ist auch alles schon viel, viel düsterer geworden, seht ihr das? Also, oder ist es nur mein Empfinden? Naja, wir gucken mal, ob wir hier was zu trinken haben. Ansonsten müssen wir gleich ein paar Blasenfische jagen gehen. Da kommen wir nicht drum herum. Ich glaube, ich habe hier genau. Ich hatte hier doch. Ach komm. So. Und dann wollten wir jetzt. Ach, die mobile Fahrzeugstation. Naja, eigentlich ist es eine mobile Fahrzeug. Ah, gut. Fabrikator, Docker. Mit diesem Abteil für das Heck der Seebahn kannst du deinen Krebs. Oh, das ist natürlich auch sehr geil, dass du dann halt auch den Krebs mitnehmen kannst. Hier, Lagerabteil, da brauchen wir dreimal Blei. Das könnte schwer werden. Also, wir müssen definitiv dafür nach Hause. Aber ich werde jetzt erstmal so einen Blasenfisch trinken. Und dann können wir ja auch gleich mal gucken, ob unser Baby hat. Ah, nein, ob wir jetzt dann einen Seekobold unser eigen nennen dürfen. Weil das wäre sehr nice. Das wäre echt sehr, sehr nice. Ja, komm, ja, Blasenfisch. So, kriegen wir noch einen Blasenfisch? So ein Glubschi habe ich, glaube ich, drinne. So ein Sichelfisch auch. Also eigentlich haben wir die alle drinne. Ich glaube, ich habe auch einen Blasenfisch drinne. Ich weiß halt nur nicht, ob es bei dem oder bei dem anderen. Aber ich glaube, auch bei diesem Aquarium war es so, dass du züchten konntest. Ach, wir werden sehen. Oh, oh, ich habe es gesehen. Ich hab dich gesehen. Ihr habt dich gesehen. Wieder gleich ankam. Wieder gleich ankam. Nee, hier ist er, glaube ich, auch schon zu Ende mit dem Quarz. Okay. Ja, ich bin schon über der Zeit. Ich weiß. So. Ich werde, denke ich mal, jetzt
schon zurückschwimmen. Wobei ich immer noch am Überlegen bin, ob ich vielleicht neu anfange und dann am Wochenende euch einen kleinen Zusammenschnitt gebe von meinen Erlebnissen, anstatt einfach ein durchgängiges Let's Play daraus zu machen. Ihr werdet ja sehen, was am Wochenende kommt. Wobei ich echt schon Bock hätte, neu anzufangen, damit man halt die ganzen neuen Sachen hat. Das wäre halt cool. Und ja. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.